Ja, hallo zusammen, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum ersten Lernbrief in der Vorlesung Internationale Rechnungslegung. Womit ich anfangen will heute mit Ihnen ist, dass wir uns jetzt mal darüber unterhalten, beziehungsweise ich rede, Sie hören hoffentlich zu, warum wir uns überhaupt mit internationaler Rechnungslegung befassen müssen. Wenn die meisten von Ihnen werden externes Rechnungswesen gehört haben im ersten Semester, also Sie werden Jahresabschlüsse nach HGB kennengelernt haben, Sie werden wissen, dass Unternehmen diese Jahresabschlüsse erstellen müssen, die meisten zumindest, und viele auch offenlegen müssen. Jetzt ist die Frage, warum in aller Herren Namen sollte man sich jetzt auch noch mit Problemen der internationalen Rechnungslegung auseinandersetzen? Also das HGB und die deutsche Rechnungslegung ist doch schon kompliziert genug. Reicht das nicht? Ne? Also darum geht es in diesem ersten kurzen Video. Und ich möchte damit anfangen, dass ich Ihnen mal ganz kurz wieder versuche, in Erinnerung zu rufen, warum wir überhaupt sowas haben wie externes Rechnungswesen oder auch Rechnungslegung. Ja? Externes Rechnungswesen, Rechnungslegung im Wesentlichen für uns synonym. Ja? Also insofern das eine wie das andere. Also warum haben wir Rechnungslegung in Deutschland? Warum machen wir das? Das haben Sie alles schon mal gehört, aber vielleicht noch mal ganz kurz zur Erinnerung, weil es ist ja ein bisschen her. Rechnungslegung ist die Berichterstattung über die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage an Dritte, also über das Unternehmen hinweg. Ja, also natürlich dient die Rechnungslegung auch der Selbstinformation der Unternehmensleitung, der Mitarbeiter, aber im Wesentlichen ist der Zweck der Rechnungslegung die Information von Dritten. Ja, so, und das versucht man dann ein bisschen weiter zu präzisieren in der handelsrechtlichen Rechnungslegung, indem man die Rechnungslegungszwecke danach differenziert, ob wir uns über den Einzelabschluss unterhalten oder über den Konzernabschluss. So, der Einzelabschluss, das ist das, was Sie kennengelernt haben in Ihrem Studium schon, das, was man im Handelsgesetzbuch als Jahresabschluss bezeichnet. Ja, der Jahresabschluss wird auf Basis der rechtlichen Einheit erstellt, nicht, und hat im Wesentlichen drei Zwecke. So sagt man das mal gerne. Der erste Zweck ist der Zweck der Zahlungsbemessung. Ja, da geht es ja darum, auf Basis des Jahresabschlusses wird ein Jahresüberschuss ermittelt und der wird eventuell dann als Bilanzgewinn an die Anteilseigner ausgeschüttet im Sinne von Dividenden. Da gibt es Regeln im Aktiengesetz, im GmbH-Gesetz, die sich mit der Mindestausschüttung oder auch einer Höchstausschüttung befassen. Ne? Und dann wissen Sie auch, dass der Jahresüberschuss über die Maßgeblichkeit in Deutschland eine wichtige Grundlage für die Ermittlung der Steuerbelastung ist. Also im Prinzip für die Frage, wie hoch ist das zu versteuernde Einkommen, das man aus dem Unternehmen erzielt, ist der Jahresüberschuss eine wesentliche Informationsgröße. Ja? Also die beiden Dinge zusammen fasst man auch zusammen als Zahlungsbemessung. Nun, und das ist einer der Gründe, warum man in Deutschland Rechnungslegung macht, halt für diesen Zweck. Ja. Dann gibt es auch weitere Rechtsfolgen, ne, zum Beispiel in Fragen von Haftungsfällen, dann auch im Insolvenzverfahren spielt die Rechnungslegung eine Rolle. Also da will ich jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, aber Sie sehen, also da auch dafür ist die Rechnungslegung in Deutschland wichtig, auch dafür ist der Jahresabschluss in Deutschland wichtig. Auch generell im Rahmen von Gerichtsverfahren werden häufig Jahresabschlüsse herangezogen, um zu dokumentieren, was in so einem Unternehmen passiert. Und dann gibt es diesen dritten Zweck. Und dieser dritte Zweck ist der Zweck der Information. Ja, also Information, das ist, ne, die Grundidee, Generalnorm der Rechnungslegung, das tatsächliche Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln. Dieser Informationszweck der Rechnungslegung steht häufig auch so ein bisschen in der ökonomischen Betrachtung im Vordergrund. Also es geht als ganz allgemein darum, die Stakeholder eines Unternehmens, also alle Unternehmensbeteiligten, mit relevanten Informationen zu versorgen. Da hat man naturgemäß immer so ein bisschen die Kapitalgeber, also Eigenkapital- und Fremdkapitalgeber zuerst im Blick. Ja, weil die müssen ja nun schließlich entscheiden, ob sie weiter in das Unternehmen investieren wollen oder vielleicht auch lieber nicht. Ne? Also dafür ist natürlich Information notwendig. Auch das Management, Selbstinformation, haben wir schon drüber gesprochen, ne, lernt aus dem Jahresabschluss etwas über den Aufbau und Struktur und die Finanz- und Ertragslage ihres Unternehmens. Und das Ganze geht natürlich auch an Dritte, Mitarbeiter, interessierte Öffentlichkeit. Ne? Also Information ist ein wesentlicher Zweck auch der Rechnungslegung. So, jetzt wird das häufig auch nochmal so ökonomisch verallgemeinert, dass man von einer Art Meta-Zweck spricht. Und der Meta-Zweck der Rechnungslegung ist die Reduktion von Informationsasymmetrie. Ne? Das klingt toll. Ja, das klingt so richtig nach Ökonomie, das mögen wir. So, also Informationsasymmetrie, wissen Sie, was das ist. Ne? Also es ist immer, wenn zwei Subjekte innerhalb des Wirtschaftslebens über unterschiedlich viel Information verfügen. Und hier ist die Grundidee hinter all dem, ist, dass das bei Unternehmen regelmäßig der Fall ist. Also sprich, die Eigentümer eines Unternehmens, die Manager eines Unternehmens haben bessere Informationen
über das Unternehmen als andere Marktteilnehmer, und dafür braucht es halt eine regulierte Bereitstellung von Informationen, und das ist die Rechnungslegung, um diese Informationsasymmetrie zu reduzieren. Einfach deswegen, weil man ansonsten befürchten müsste, dass, wenn die Informationsasymmetrie zu groß wird, dass niemand mehr Unternehmen Geld leihen will, dass niemand mehr für Unternehmen arbeiten will, ja, und dass diese Informationsfriktionen, wie man das auch nennt, dann letztendlich dazu führen, dass Unternehmen gar nicht mehr entstehen können, ja, oder nicht mehr so gut funktionieren können. Das ist diese Idee der Versorgung von Unternehmen mit Informationen und die Bereitstellung von Informationen an Dritte. Man nennt das auch Unternehmenstransparenz, ja, das ist ein wesentliches Forschungsgebiet von uns. Und das ist das, was man mit der Rechnungslegung bezweckt in Deutschland, nicht? Und dann hat man noch diese besonderen Rechtsfolgen, die sich auf dieser schönen Folie sehen. Ja, und dann gibt es auch noch den Konzernabschluss. Und der Konzernabschluss ist etwas, was Sie, wenn Sie es interessiert, im nächsten Semester in einer speziellen Vorlesung lernen können. Dieser Konzernabschluss hat nicht die klassischen Rechtsfolgen des Einzelabschlusses, aber hat auch ganz prominent die Informationsfunktion. Ja? Und dieser Konzernabschluss ist das, was so ein bisschen in der internationalen Rechnungslegung, werden Sie sehen, auch immer ein bisschen im Vordergrund steht, weil in der internationalen Rechnungslegung, so viel kann schon mal gesagt sein, geht es primär um die Informationsfunktion. Ja, also Rechnungslegung in Deutschland, also die handelsrechtliche Rechnungslegung, hat auch diese direkten Rechtsfolgen, die Sie hier sehen, insbesondere die Zahlungsbewertung. Die internationale Rechnungslegung, über die wir uns jetzt kümmern werden, hat keine direkten Rechtsfolgen im Sinne der Zahlungsbemessung oder steuerlicher Maßgeblichkeit oder sonst irgendetwas, aber sie hat ganz prominent die Informationsfunktion im Sinne von der Bereitstellung von Informationen über das tatsächliche Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage an Unternehmensexterne. Darum geht's. Ja, das ist die internationale Rechnungslegung. Und das findet im Wesentlichen in Deutschland auch im Konzernabschluss statt. Und deswegen schauen wir uns das auch einfach mal an, wie das so aussieht. Nicht? Also wir gucken mal für eine Sekunde nach einem Konzernabschluss eines großen deutschen Unternehmens. Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Ich google mal, nicht? Warum auch nicht. So, ich kann das ja alles machen hier. Ich sitze ja gemütlich vor meinem Computer. So, und google mal nach dem Jahresabschluss von Volkswagen. So, können Sie dann auch mal selber nachvollziehen. So, wenn Sie auf die Jahresabschlüsse von Volkswagen schauen, dann werden Sie sehen, hier oben steht zum Beispiel sowas wie Geschäftsberichte. Ja? Sehen Sie, ist auch schon farblich markiert, habe ich wohl schon mal drauf geklickt. Ich habe mich ja vorbereitet für Sie. Also, Geschäftsberichte von Volkswagen, die wollen wir uns anschauen. Während das jetzt lädt, wenn Sie überlegen, warum da jetzt Geschäftsbericht steht und nicht Jahresabschluss, dann sind Sie erstmal richtig gut dabei, weil Sie sich eine richtige Frage stellen. Und dann möchte ich Ihnen das ganz kurz erklären. Also Geschäftsberichte, das ist ein Begriff, der ist jetzt gesetzlich gar nicht so klar definiert, aber das ist der, ich sag mal sozusagen, umgangssprachliche Begriff für den Jahresabschluss, den Lagebericht, der ja den Jahresabschluss ergänzt, wenn Sie sich daran erinnern, ja, und zusätzliche Informationen, die das Unternehmen bereitstellt im Rahmen ihrer jährlichen Berichterstattung an Dritte. Das nennt man Geschäftsbericht. Das ist nicht alles reguliert. Also zum Beispiel, dass vorne in so einem Geschäftsbericht steht, ist häufig nie reguliert. Da stehen dann immer sind da schöne bunte Fotos, wie gut es dem Unternehmen geht und wie glücklich die Mitarbeiter sind und wie toll die Produkte aussehen. Und dann irgendwann fängt man an mit dem eher regulierten Teil. Das ist halt der Lagebericht und dann im Regelfall der Konzernabschluss bei größeren Unternehmen, weil die im Regelfall als Konzern organisiert sind. So, lange Rede. Jetzt zurück zu unserem Geschäftsbericht von Volkswagen. Ja, hier gibt es den Geschäftsbericht. Sie könnten den als PDF runterladen. Sie sehen, der hat schlanke 354 Seiten. Ja, also nicht schlecht. 354 Seiten sind eine Menge. Ersparen wir uns jetzt mal hier. Ich klicke mal hier auf diesen Online-Geschäftsbericht. Ne? Weil er ist ja online, ist ja schön. So, kommt hier eine interessante Information. Wir verlassen die Seite der Volkswagen AG. Das interessiert uns jetzt aber nicht so sehr. So, und jetzt sind wir in der Online-Fassung unseres Geschäftsberichts hier. Wir sehen also erstmal einen fröhlichen CEO, der uns ein bisschen erklärt, irgendwie, dass das Auto, ne, das wichtigste Internet-Device der Zukunft wird. Das ist schön, schön für Sie. Jetzt, was wir uns interessieren, als alte Rechnungsleger, wir interessieren uns aber für die harten Fakten und weniger für den Marketingtext. Also insofern gehen wir mal auf den Konzernabschluss. Hier sehen Sie das, Konzernabschluss, steht der Konzernlagebericht, ne? Also Konzernabschluss ist das, was uns interessiert. So, und hier sehen Sie jetzt so eine Gewinn- und Verlustrechnung, ne? Die Gewinn- und Verlustrechnung, die müsste Ihnen ja noch bekannt vorkommen aus Ihrer Vorlesung externes Rechnungswesen. Dann sehen Sie, da steht oben die Umsatzerlöse,
Ne, übrigens, ja, das sind hier Angaben in Millionen Euro. Also ne, VW hat Umsatzerlöse in Größe von 252 Milliarden Euro im Jahr 2019. 2020 wird es höchstwahrscheinlich nicht ganz so hoch, nehme ich mal an. Aber egal. Und Sie sehen auch, 2019 hat das Unternehmen Ergebnis nach Steuern, also ein positives Ergebnis erwirtschaftet in Höhe von 14 Milliarden. Auch schön. Jetzt sehen Sie hier, alle, wenn Sie genau gucken, sehen Sie schon so ein paar Sachen, wo Sie sagen müssen, das sieht doch anders aus als bei einem klassischen Jahresabschluss nach HGB. Also zum Beispiel bei einer Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB würden Sie ja einen Jahresüberschuss erwarten. Ne? Hier steht überhaupt kein Jahresüberschuss, hier steht Ergebnis nach Steuern, ja, nicht Jahresüberschuss. Ja? Also das ist schon so ein bisschen anders, aber gut, da kann man auch mal drüber glossen. Ne? Also vielleicht ist das ja alles nur ein bisschen anders genannt, vielleicht ist VW da ja nur ein bisschen salopp, kann ja sein. Ne? Also eigentlich sollte man ja nicht so salopp sein in der Rechnungslegung. Also eigentlich sollte man Jahresüberschuss auch Jahresüberschuss nennen. VW nennt das Ergebnis nach Steuern. Naja, wir gucken mal weiter. Ne? So, jetzt sind wir hier bei der Gesamtergebnisrechnung. Gesamtergebnisrechnung, da klicke ich jetzt einfach mal drauf. So, und wenn Sie gut aufgepasst haben im externen Rechnungswesen, in der Rechnungslegung nach HGB, dann sollten Sie sich jetzt wundern, weil Sie das nämlich überhaupt nicht kennen. Ja, wenn Sie nicht gut aufgepasst haben, dann wundern Sie sich vielleicht nicht so sehr, weil Sie das, die Sachen sowieso nicht kennen. Aber ne, also bitte schauen Sie sich das nochmal an. In der klassischen Rechnungslegung nach HGB, da gibt es halt die Gewinn- und Verlustrechnung, ne, und die Bilanz und vielleicht noch eine Kapitalflussrechnung und einen Anhang und eine Eigenkapitalveränderungsrechnung. Aber eine Gesamtergebnisrechnung nach HGB, die gibt es einfach nicht. Ja, und hier stehen auch ganz komische Sachen drin. Ja, hier steht das Ergebnis nach Steuern oben. Und dann stehen hier sowas, da steht hier sowas wie nicht reklassifizierbare Gewinne und Verluste. Was ist das denn? Und dann hier steht sowas wie nicht reklassifizierbare im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen aus der Fair-Value-Bewertung von sonstigen Beteiligungen und Wertpapieren nach Steuern. Ich meine, was ist das denn? Ja, also hier sind lauter Sachen, die kennen wir nicht. Cashflow Hedges, latente Steuern auf Cashflow Hedges, im Eigenkapital erfasste Fair Value Änderungen. Also, ich bitte Sie, wer soll das denn verstehen hier? Gucken Sie sich das mal an. Und hier steht dann ein Gesamtergebnis. Okay. Und hier oben steht ein Ergebnis nach Steuern. Und das ist 12 Milliarden. Und das hier unten ist 9,4 Milliarden. Jetzt können Sie sagen, ist mir egal, 9,4, 12, macht alles keinen Unterschied. Aber normalerweise, ich meine, das ist ein Unterschied von, ne, je nach Zählweise, ungefähr ein Drittel, 25%. Also nicht unerheblich. Ne? Also nichts, wo man sagen will, ist egal, reden wir nicht drüber. Ja? Also das ist, also sollte man die Unterschiede sollte man schon kennen. Ne? Also, und es handelt sich jetzt ja hier nicht um irgendein unwichtiges Unternehmen. Ich meine, vielleicht interessiert sie sich nicht so für die Automobilindustrie. Aber das ist schon eins der volkswirtschaftlich relevantesten Unternehmen in Deutschland. Viele Mitarbeiter. Ja. Meinen Sie nicht, dass man als Betriebswirt oder Volkswirt, der sich für Unternehmen interessiert, in Deutschland verstehen sollte, wie das zentrale, auf Transparenz ausgerichtete Rechenwerk der größten deutschen Unternehmen funktioniert? Dass man zumindest grundsätzlich diese Zahlen erklären sollte, sehe ich schon. Und um Ihnen jetzt etwas genauer auf den Grund zu gehen, warum dieses Rechenwerk im Konzernabschluss steht, schauen wir doch mal in den Anhang. Ne? Also wenn Sie im externen Rechnungswesen aufgepasst haben, dann wissen Sie, es gibt einen Anhang. Der Anhang dient dazu, die Ansatz- und Bewertungsmethoden, die im Jahresabschluss oder hier im Konzernabschluss Anwendung finden, zu verdeutlichen. Und deswegen müssten wir ja im Anhang auch Informationen darüber finden, warum es zum Beispiel so eine Gesamtergebnisrechnung gibt in diesem komischen Abschluss. Ne? Und hier sehen Sie die Anhangsangaben. Und wir werden jetzt natürlich hier nicht in die Tiefe einsteigen. Ja, sie sind ziemlich lang, kann ich Ihnen sagen, da steht ziemlich viel drin. Sie werden ein paar davon auch in Zukunft noch besser kennenlernen. Aber hier möchte ich auf den zweiten Absatz ein bisschen eingehen. Hier im zweiten Absatz steht, die Volkswagen AG hat gemäß der Verordnung 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates ihren Konzernabschluss für das Jahr 2019 nach den durch die Europäischen Union übernommenen internationalen Rechnungslegungsstandards, den International Financial Reporting Standards, erstellt. Hierbei haben wir alle von der EU übernommenen und verpflichtend anzuwendenden IFRS berücksichtigt. So,
So. Also, Volkswagen wendet für den Konzernabschluss gar nicht die Vorschriften des Handelsgesetzbuches an, sondern die International Financial Reporting Standards, die IFRS. Und wie Sie in den nächsten beiden Videos lernen werden, werden diese IFRS verpflichtend für alle deutschen kapitalmarktorientierten Unternehmen, die einen Konzernabschluss erstellen müssen. Und das heißt also, wenn Sie an ein Unternehmen denken, jetzt, was irgendwie in irgendeiner Art börsennotiert ist oder Fremdkapitaltitel an einem organisierten Kapitalmarkt gelistet hat, dann wird dieses Unternehmen für den Konzernabschluss, der ja auf die Informationsfunktion ausgerichtet ist, nicht die HGB anwenden müssen, also nicht die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs, sondern die International Financial Reporting Standards. Und wie Sie hier auch schon sehen, da das Ganze eine EU-Verordnung ist, mehr dazu auch bald, ist das nicht nur verbindlich für deutsche Unternehmen, sondern für sämtliche Unternehmen innerhalb des Wirtschaftsraums der Europäischen Union. Und das ist der Grund, warum Sie sich jetzt mit der internationalen Rechnungslegung befassen sollten. Also sprich, wenn Sie sich dafür interessieren, wie große europäische Unternehmen, kapitalmarktorientierte europäische Unternehmen, über ihre finanzielle Situation Bericht erstatten müssen und welche Regeln dafür einschlägig sind, dann sind Sie im richtigen Kurs. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dann macht es Sinn, sich mit den internationalen Financial Reporting Standards zu befassen. Andersrum gesagt, wenn Sie sich nicht für große Unternehmen interessieren, sondern nur für kleine Unternehmen, dann sind die IFRS vielleicht nicht ganz so wichtig für Sie. Ja, nur wer weiß schon, dass er sich sein ganzes Leben lang nur für kleine Unternehmen interessiert. Das ist nicht so besonders wahrscheinlich. Also in dem Sinne, wenn Sie sich für quantitative Betriebswirtschaftslehre interessieren, wenn Sie sich für Unternehmen interessieren, wenn Sie sich für Unternehmenstransparenz interessieren, dann lohnt sich die Mühe. Denn die Mühe ist es schon. Einfach ist nicht alles hier. Ja? Aber in dem Sinne hoffe ich jetzt, dass ich Ihnen ein bisschen erklärt habe, warum wir das machen. Und ich möchte ganz kurz die Lernziele mit Ihnen durchgehen, die wir in dieser Veranstaltung haben. Also, ne, warum internationale Rechnungslegung? Was sollen Sie in dieser Veranstaltung erwerben an Kompetenzen? Ja, und hier haben wir auf der linken Seite in diesem grünen Feldchen jeweils die wesentlichen Lernziele dieser Veranstaltung und in den rechten Feldern dann halt auch dementsprechend die Methoden, die wir dafür anwenden. Und ganz oben links steht erstmal schon mal genau das, was Sie jetzt gerade gesehen haben. Also es geht uns in dieser Veranstaltung darum, dass Sie die Konzeption der International Financial Reporting Standards verstehen. Ja, das heißt, Sie sollen verstehen, was das für Normen sind, warum die Normen so sind, wie sie sind und wie sie ökonomisch wirken. Ja, das ist der erste Punkt, dem werden wir uns nähern, indem wir diese Normen Ihnen näher bringen und sie aber auch immer wieder ökonomisch analysieren. Das ist der erste Block. Der zweite Block, das ist sozusagen Kennen. Ja, der zweite Block ist so ein bisschen die Frage Können. Ja, also Sie müssen natürlich, um internationale Rechnungslegung zu verstehen, müssen Sie die Regeln anwenden können auf Sachverhalte, die in Unternehmen so normalerweise anfallen. Ja? Und diese Art von Können, das wollen wir mit Ihnen trainieren. Also es geht bei uns immer darum, dass wir die Regeln mit Ihnen durchgehen, uns überlegen, warum sind sie so, wie sie sind, sie dann aber auch anwenden auf typische Probleme, die innerhalb von Unternehmen anfallen. Wir werden versuchen, die Probleme natürlich auf gewisser Weise so ein bisschen einfach zu halten, aber es ist jetzt hier keine Anfängervorlesung mehr, also wir gehen durchaus auch schon mal dahin, wo es geht. Ja, das ist also die zweite Brick von Können. So. Der dritte Schritt ist das, was, glaube ich, hoffentlich für Sie auch so spannend ist, wie es für uns ist. Es geht ja hier nicht nur darum, dass Sie in der Lage sind, später irgendwelche Bilanzierungsregeln anzuwenden auf Sachverhalte, sondern es geht ja auch darum, dass Sie abschätzen können, wie sich bestimmte Bilanzierungsregeln ökonomisch auswirken auf die Unternehmen. Ja, also zum Beispiel, wenn Sie sowas überlegen wie, welche Bilanzierungsregeln sind im Zusammenhang mit der jetzt doch drohenden Liquiditätskrise durch die Covid-19-Pandemie, welche Bilanzierungsregeln sind hier tendenziell kritisch, welche sind unkritisch, welche können eventuell sogar die Liquiditätswirkung auch abmildern, gibt es das überhaupt? Ja, solche Arten von Fragen können Sie nur dann beantworten, wenn Sie kennen, ja, wenn Sie also die Regeln kennen, wenn Sie sie anwenden können und wenn Sie die Fähigkeit haben, diese Kompetenz dann auch auf neue, unterschiedliche, komplizierte Sachverhalte anzuwenden und die Konsequenzen ihres Anwendens abzuschätzen. Das ist das, worum es in dieser Vorlesung geht. Wir haben eine Menge Stoff
vor. Aber wir geben uns ganz viel Mühe, das verspreche ich Ihnen, dass Sie dieser Stoffmenge auch Herr werden. Und das Schöne an der Veranstaltung ist, und deswegen mache ich die schon relativ lange und mit großer Begeisterung, Sie können hier richtig was lernen. Wenn Sie die Veranstaltung gemacht haben, dann haben Sie was verstanden, eine Kompetenz erworben, die Sie von vielen anderen abhebt. Und das ist auch etwas, was Ihnen später im Arbeitsmarkt helfen wird. Ja, also das ist so eine richtige Veranstaltung, die zumindest bin ich davon fest überzeugt, die Sie nach vorne bringen wird. Also in dem Sinne, ich hoffe, Sie bleiben am Ball. Ja, viel Spaß jetzt mit den ersten Quizaufgaben und wir sehen uns gleich wieder, wenn Sie wollen, zu dem nächsten Video. Und in dem nächsten Video werfen wir mal einen Blick über den Tellerrand. Ja, schauen uns mal für eine Sekunde an, wie manche Dinge in den USA geregelt sind. Ja, so ein kleiner Teaser, weil internationale Rechnungslegung hört logischerweise nicht in Deutschland auf und sie hört noch nicht mal in der EU auf. Ja, und so ein bisschen auch, um zu verstehen, wo das Ganze herkommt, lohnt es sich mal, ein paar Minütchen auf die USA zu verwenden. Und das machen wir in der nächsten Lerneinheit, im nächsten Lernvideo. Bis dahin, viel Spaß und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, tschüss.